Moin Leute und herzlich willkommen hier auf Nerd Taste. Natürlich dreht sich heute alles um Uncut Gems oder im deutschen Titel Der schwarze Diamant mit Adam Sandler. Ja, der ist ja jetzt gestartet seit dem 31. Januar 2020. Ich bin Dennis und das ist eine neue Folge Nerdcheck. Mitten im New Yorker Diamantenviertel betreibt Howard Ratner mit 4 Mitarbeitern ein kleines Schmuckgeschäft in einem beengten Etagenbüro, das durch eine kleine gläserne Eingangsschleuse gesichert ist. Hier führen ihm auf Provision tätige Vermittler Kunden unter anderem aus der Rapper- und Sportszene zu. Der wettsüchtige Howie ist in dieser traditional jüdischen Enklave gut vernetzt, aber auch stark verschuldet und wird zunehmend von Gläubigern und Geldeintreibern verfolgt. Darum dreht sich das kurz gesagt bei Der schwarze Diamant. In der Rolle natürlich sehen wir ja einmal den Adam Sandler als Howard Ratner. Und natürlich spielt er da einmal, man muss erstmal anfangen, was ist dieser Film überhaupt, was wollen die beiden Safdie Brüder da überhaupt deuten? Natürlich, das Glücksspiel überhaupt nicht gut ist. Aber ich greife euch ja schon was vorweg, ich will auch hier nicht spoilern, das wird ja auch eine spoilerfreie Kritik. Ich habe mir jetzt noch nicht so mega vorbereitet, ich habe nur geguckt, was haben die schon gemacht. Die haben nämlich schon den Film Good Time gemacht. Der Good Time, der Film, fand ich mit Robert Pattinson nicht so gut. Man merkt das aber auch hier, wie es bei Good Time auch ist. Der ganze Film ist sehr hektisch, sehr nervenzerreißend. Man will wissen, was passiert da und so weiter. Aber dieses Mal ist das so, sie haben vielleicht daraus gelernt und das auch besser gemacht. Da kann ich auch sagen, das macht den Zuschauer, natürlich jeder hat nicht vielleicht Lust auf diesen Film, bleibt aber dran. Und wenn es doch vielleicht 20, 30 Minuten ist, der Film nimmt immer mehr Fahrt auf und man möchte wissen, was macht dieser Charakter, was macht dieser Howard Ratner. Weil er hat ja sehr viele Schulden und geht eigentlich mehr in die Scheiße rein. Er hat sehr viel Stress. Das sind auf jeden Fall sehr viele Themen, die angesprochen werden. Aber größter Punkt ist natürlich, man leiht sich Geld, muss man auch zurückzahlen. Ehrenschulden sind Wettschulden. Ehrenschulden muss man halt zurückzahlen. Das ist einfach so. Und darum ist auch die Scheiße entstanden. Positiv ist auf jeden Fall, was sehr gut dem Film gut kommt, ist das Bildrauschen. Das Bild ist sehr körnig, das Bild rauscht, das macht einen coolen, sag ich mal, ja, diese Bedrücktheit dieses Bildes wirkt sich auf den Zuschauer. Genau wie der Score, der natürlich mal sehr gewöhnungsbedürftig ist, sag ich mal, aber der trotzdem das gut unterstreicht. Zudem ist das natürlich sehr hektisch. Es wird viel geschrien, es wird viel diskutiert in diesem Film. Was natürlich nicht immer gut ist, sag ich mal. Aber trotzdem, das gehört alles dazu in diesen einen Topf, den man da reinwirft. Natürlich haben wir dann aber auch noch natürlich auch so Gaststars wie The Weeknd oder bei den Celtics Kevin Garnett. Und ja, das nimmt den Lauf, sag ich mal, ist Verwirrtheit. Und was passiert dann? Natürlich ist Teil, paar Teile auch vorausschaubar, sag ich mal. Bleibt aber gerade in Grenzen. Also ich finde, der Film er läuft ja ungefähr über 2 Stunden, ich gucke mir mal ganz genau, über 2 Stunden läuft der. 2 Stunden, 15 Minuten läuft dieser Film und die Safdie Brüder haben ja noch nicht so viel gemacht, die haben auch das Drehbuch hier auch geschrieben. Man merkt halt, dass sie natürlich viel bei Good Time sich dann drüber, sag mal, importiert haben. Und das merkt man auch an diesen Streifen halt. Und bis zum Ende, ich habe gedacht, okay, mal gucken, was noch kommt. Ich war mal so bei so einer Wertung von solide bis, ich habe ja viel schon vorab gehört, ne, dass er gefeiert wurde auf den Festivals, dann ist er in Amerika angelaufen. Und ich finde auch der Charakter an sich, man leidet ja mit diesem Howard Ratner mit, weil da sehr viel Scheiße passiert. Natürlich sehr viel Scheiße, was er selber verbockt hat. Aber Locations springen halt zwischen seiner Familie, natürlich seine Penthouse-Suite, natürlich immer sein, es kommen nachher Sachen ans Licht, die man gar nicht gedacht hätte. Da gibt es so kleine Twists, die immer echt nett sind. Ich sag ja, die Story ist an sich wirklich gut gemacht. Locations springen halt hin und her und man hat wirklich den Score. Also das sind viele Punkte, die man sagen kann, die sind positiv. Natürlich das Hektische ist manchmal nicht so gut. Schauspielerisch gibt es immer ein paar Schauspieler, die nicht so gut sind, sage ich mal. Aber im Ganzen macht halt Adam Sandler schon vieles richtig, muss ich sagen. Und A24 und Netflix haben da einen guten Film produziert mit den richtigen Leuten, sage ich mal. Und haben auch eigentlich zu Recht vielleicht mit Adam Sandler verlängert auf 4 neue Filme. Und da muss ich einfach sagen, mit dem Ende, das werde ich euch nicht erzählen, das hat mich aus den Socken gehauen. Bis zum Ende müsst ihr euch ohne Scheiß anschauen. Das ist einfach, sag mal, unerwartet gut gemacht. So, und das zeigt eigentlich wieder so eine Art, wettet nicht, ne? Und wenn ihr schon glücksspielsüchtig seid, zieht die Reißleine. Das sagt eigentlich der Film. Und ja, da bin ich schon angelangt an meiner Kritik. Ich muss Fazit sagen, es ist wirklich ein guter Thriller, der bis zu einer gewissen Zeit natürlich manchmal ein bisschen nervig ist von den ganzen hektischen Momenten, der trotzdem mit einem guten Score, guten schauspielerischen Leistungen, coolen Locations, die hin und her springen,
Und natürlich das Bild, was noch, sag mal, echt den Zuschauer eine Bedrücktheit überimportiert, also drüber trägt und macht einen Film aus, der bis zum Ende wirklich nervenzerreißend ist. Deswegen gebe ich diesem Film eine 8 von 10, weil er mich einfach überrascht hat. Wie seht ihr das denn? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und natürlich, wenn ihr noch Bock habt hier auf mehrere Netflix- und Kinoproduktionen, die ich besprechen soll, und natürlich auch NDR Player, habe ich auch vielleicht gedacht, bei diesem Film einfach nochmal aufzuschlüsseln, was will uns überhaupt der Film nochmal genau sagen, mit Spoiler, dann lasst doch gerne ein Abo hier. Ich würde mich natürlich über teilen und so weiter was freuen. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.